Join the Vox Populi, Daisy Victory. Lol. Ach du Scheiße, oh Gott, was hier los ist? Ist das die richtige Entscheidung gewesen? Ich weiß es nicht. Booker der Wind starrt für diesen Tag. Er war es, der mit seiner Stimme für das Volk sprach. Es ist Zeit, seine Mission zu Ende zu bringen. Fink muss fallen. Die Wichtigen sollen stürmen. Für das Volk. Für Booker der Wind und die wahre Stimme. Und wir brennen sie nicht nur nieder. Das Columbia finde ich ganz cool. Hier bin ich wenigstens der Held. Juhu. So sehe ich aus. Um Gottes Willen. Erinnert ein bisschen an Borderlands. So vom Gesicht her gerade. So, ich würde sagen, auf geht's. Diese Leute brauchen bessere Helden. Ja, ich bin kein Held. Unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Ja, ich bin definitiv kein Held. Definitiv nicht. Ich glaube es einfach nicht, dass Fitzroy sich an unseren Abmachungen hält. Reich oder arm, ein Schwindler bleibt ein Schwindler. Ja. Elisabeth! Okay. Muss ich lang? Da lang? Okay. Ach ne, der gehört zu uns. Entschuldigung. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du meinst. Okay. Ach, der Typ da oben, der schießt mit Granaten. Das ist natürlich auch nett. Ganz nett ist das von ihm. Aber wir helfen ja den ganzen Kollegen. Es gibt kein Entkommen. Nein, es gibt kein Entkommen. So. Oh, warte. Was hatte der bei sich? Gesundheit, aber ist eh voll. So. Wir müssen zu Chamlins Werkstatt zurückkehren. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir die Silver Eagle natürlich mit. War das hier lang? Ja, ne? Oder? Nee, hä? Ach, nee. Ich muss ja erstmal den Hebel betätigen. Stimmt, das war das ja. Ich hab das total vergessen. Tja, wir haben es geschafft. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Wer ist denn wer? Ach da. Okay. Alter Schwede. Uha. Hier, ciao. So. Das ist ein richtiger Krieg hier. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob mir das ja alles so gefällt hier. So wie das hier. Hier war die. Hier war die Werkstatt, glaube ich. What the fuck? Nein, ich wollte das kann nicht sein. Dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Oh. Okay. Es ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen?
Was kommt denn da? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Oh, wie geil das aussieht. Ich will offen sprechen. Wenn ihr euch ansieht, dann seht ihr einen Menschen, oder? Ein Menschen. Schlachtet ihn ab! Aber hier, was nichts sieht. Er sieht nichts. Er sieht den Gaul, der seinen Blut. Den Mann, der seinen Blut. So, ich lasse erstmal die anderen Dinger, die anderen Teile das machen. Was, Patriot? Wo? Ach, da hinten. Echt, gib mal her. Danke. Sehr nett. Hier liegen sogar noch Salze. Das nehmen wir mit. Das ist sehr schön. Du bist immer noch für uns. Wo ist denn der Patriot? Ah. So, jawoll. Läuft. Ach, der ist noch nicht tot. Ich dachte, der wäre schon... Jetzt, ah, jetzt ist er gestorben. Ah, jetzt. Jetzt ist er gestorben. Jetzt, das ist was. Und damit der uns nicht in den Rücken fällt, ist besser so. Sehr schön. So. Oh, ich glaube, dem fehlt ein Kopf. Oh, oh. Ist das nicht unser Lustschiff? Unser Lustschiff, vor allem. What the fuck? Wow. Okay. Wir kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Ich halte den Zeppelin aus. Wie denn? Alter, wow. Oh Gott. Wie schalte ich den Zeppelin aus? Das ist eine gute Frage. Oh Gott. Wie schalte ich da... Oh Gott, wie schalte ich den denn aus? Kann mir jemand sagen, wie ich das ausschalte? Oh Gott, Oh Gott. What the fuck? Wie schalte ich denn bitte das Luftschiff aus? Ich komme gerade vor über Battlefield. Okay, das bringt irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Das gibt auch gar kein Feedback. Kann es sein, dass wir irgendwie auf diese Rail, Monorail da kommen müssen? Alter, aua, aua, lass das. Aua, lass mich. Hier irgendwie auf diese Rail kommen müssen. Ich probiere das mal. Fuck, man. Geronimo. Ich weiß noch nicht, wo lang. Ich hab grad irgendwie so ein Ding gehört. Oh Gott, wo bin ich? Oh Gott. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Ja! Survival! Ich muss den Antrieb lahmlegen. Danke, sehr nett von dir. So, auf geht's. Jetzt sind wir auf dem Luftschiff. Ich wollte schon wieder Lustschiff sagen. So, dann nehmen wir mal den bockenden Bronco, komm.
Probieren wir mal aus. Ach, der Bronco, stimmt, der lässt hier eine Luft schweben, das ist ja geil. Das war's. Oder? Ich hoffe mal. Ist hier die Steuerung? Ne, warte mal. Drückt halt einen Panzerfaust. Brauchen wir die? Ich glaube nicht, ne? Oh, hier ist noch Muni. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Ja, ja, ja. Was? Du musst ja einen runterholen? Bitte was? Hat er gerade gesagt, er muss sich einen runterholen? Hier liegt noch Munition für. Ah, okay. Wollte schon sagen. Schnell die. Dings durchsuchen. Die Gatling Gun. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Wo muss ich hin? Oh Gott. Einfach springen oder was? Stirb, Kartoffel! Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Los, 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 los! Jetzt geht's ab. Fitzroy will Blut sehen. Eins steht jedenfalls fest. Entweder sie oder Fink wird den Sonnenaufgang nicht erleben. Ja. Yeah. So. Wow. Lol. What the fuck geht hier ab? Munition, Zuckerwatte. Oh ja. Schön, so eine leckere Zuckerwatte mitten im Kampf. Ist bestimmt gut. Oh, geht aus dem Weg. Oh, geh mir doch aus dem Weg. Das ist doch nicht wahr, ey, Mann. Ich sammle mal ein bisschen was ein. Mein Gott, was eine Hektik hier gerade. Ich mag sowas nicht. Ich bin eher der ruhige Spieler. Was ist mit ihm denn? Warum steht er denn im Boden? Boah, ja. Morgen ist auch schon wieder Ostern. Und sonst so, bei dir, alles cool. Ich habe keine Beine. Vor allem, wie sie jetzt gerade eben schon guckte. Alles gut bei dir? Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Aua. Aua. Achso, weil ich die jetzt angegriffen hatte, ne? Ja, es tut mir leid. Ja, danke. Leid, ich habe aus Versehen den Abzug gedrückt, deswegen kam dem jetzt gerade so ein bisschen in die Quere, es tut mir leid. Hätte er doch Munition gehabt oder nicht? Ach, für Burst Gun, achso, die haben wir ja gar nicht. Ich hoffe, die anderen greifen uns jetzt nicht an. So, Main Entrance to Factory. Boah, wie geil das hier auch einfach aussieht. Das ist ja ein Traum. So. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der führt bestimmt in Finks Büro. So, was haben wir hier? Oh Gott. Das habe ich jetzt überlesen, weil ich so schnell gedrückt hatte. Was wollte ich denn gesagt haben? Irgendwas wollte ich erzählt haben. Mir fällt das gerade nicht ein. Achso. Was mir aufgefallen ist, No Man's Sky läuft ja echt gut, ne? Also No Man's Sky wird so ein bisschen etabliert bei mir auf dem Channel. Als, ja, Season-Form. Das, ist euch wahrscheinlich sicherlich schon aufgefallen. Läuft ja, Season 1 läuft ja gerade. Und, ja, ich denke mal, dass ich in der Let's Play Live Show wahrscheinlich ein paar häufigere Folgen aufnehmen werde. Oder auch mal privat, mal gucken, je nachdem. Und, das so ein bisschen als Episodenform dann machen werde. Naja, gucken wir mal.
Das hätte ich nicht gedacht, dass so viele doch gucken. Gut, bei einigen wird es jetzt wahrscheinlich deswegen sein, weil es natürlich jetzt erst interessant wird mit Basenbau und so und Fahrzeugen. Aber, ach guck mal, hier sind die Salze, werden hier hergestellt. Ach cool. Ah, oh, wie geil. Boah, ich mag sowas. Und, ja, schauen wir mal. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Mhm. Maylin, Mr. Lin. Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Aber was? Aber was? Aber bitte was? Oh, nicht jetzt. Ich habe keine Zeit. Hallo? Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Oh oh, das hört sich nicht gut an. Oh oh. Wir rufen Jeremiah Fink. Raus, damit ich dich sehe! What the fuck, Alter, was? Sorry. Alter, ich hab doch... Ja, was? Munition! Geh mal her! Danke. Vielen Dank. Das ist ja nicht wahr. Ich finde das so geil, dass es Elisabeth hier uns auch so Dings gibt, Munition immer gibt. Das macht das ganze Spiel irgendwie so dynamischer. Das mag man gar nicht glauben. Und auch authentischer. So. Freunde der Sonne, ich komme. So, ein neues Wopfefon. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. 16 Lockpicks haben wir. Und wir haben gerade eine Tafel gesehen, Songbird. Oh. Hallo, Freunde. Zeus sieht es voll nein. Erstmal mitnehmen. Was hat er denn Schönes? Gesundheit. Ja, Salze. Munition für Karabiner haben wir voll... Maschinengewehr. Fast voll. Können wir ein bisschen was kaufen. Jetzt aber es voll. Super. So, was haben wir noch hier? Wir haben noch hier... Was? Danke. Kann man die anderen Automaten eigentlich auch irgendwie manipulieren? Sogenannte Teamvergrößerung. Schadensboost für die Panzerfaust. Salvengeschütz.